Die Bayern Amateure wollen das letzte Heimspiel des Jahres natürlich siegreich gestalten. Gegner beim Heimdebüt von Neutrainer Holger Seitz ist die DJK Filzing in Gelb und Schwarz, die im Hinspiel der U23 des Rekordmeisters bei der knappen 2:3 Niederlage alles abverlangte. Hier allerdings standen die Gäste von Beginn an sehr tief. Bayern suchte die Lücke. Erste Halbchance durch den Doppeltorschützen vom Hinspiel, Grant Leon Ramos. Doch in der 14. Minute dann erstmals richtig Platz für die Gastgeber. Lucas Copado vertändelt zunächst, dann gibt ihm Ramos aber nochmal eine zweite Chance. Und die lässt er sich dann nicht entgehen. 1:0 durch das vierte Saisontor des Neffen von Sportverstand Hasan Salihamidžić. An der Statik des Spiels änderte das überhaupt nichts. Die Münchner U23 mit gefühlt 80% Ballbesitz. Richtig gute Chancen gab es zunächst wenige. In der 27. Minute hatte Franz Kretzig nach Querpass von Kapitän Timo Kern dann aber doch das 2:0 auf dem Fuß. Noch näher dran war 3 Minuten später Ramos nach Zuckerpass von Eyüp Aydin. Filzings Kapitän Fabian Trettenbach rettet aber auf der Linie. Und auch die anschließende Ecke wird gefährlich. Der Kopfball von Ramos jedoch genau auf Keeper Max Putz. Das 2:0 lag nun aber absolut in der Luft und in der 36. Minute war es soweit. Perfekt zurückgelegt von Younes Aitama auf Kern und der hat keine große Mühe mehr, sein 6. Saisontor zu markieren. Alles in allem also eine erste Hälfte, die klar im Zeichen der Hausherren stand. Abschnitt 2, ein Spiegelbild des ersten. Allerdings dauerte es bis zur 58. Minute, ehe wieder was Zeigenswertes passierte. Da deutet Schiri Stefan Treiber nach dem Zweikampf zwischen Sebastian Niedermayer und Aitama auf den Punkt. Kern tritt an und schnürt den Doppelpack. Nach 59 Minuten war der Deckel drauf auf diesem Match. Zumal 4 Minuten später Standardspezialist Aydin einen tollen Freistoß auspackt. Putz fliegt vergebens. 4:0. Der Neuling weiter ohne jede Chance. Die Bahnamateure dagegen in Spiellaune. 72. Minute. Klasse Pass von Aitama auf den frisch eingewechselten Lovros Zvonarek. Die Gastgeber durften also zum 5. Mal jubeln. Die Hausherren hätten das Ergebnis sogar noch höher schrauben können, zeigten sich aber in der Schlussphase gnädig. Es blieb beim 5:0. Ja, ich glaube, dass wir heute ein tolles Spiel abgeliefert haben, sowohl in der Offensive das Spiel kontrolliert haben, also Spiel mit Ball, sehr sauber gespielt haben, wenig Leichtsinnsfehler gemacht haben und trotzdem den Zug zum Tor gehabt haben. Also die Zielstrebigkeit war auch erkennbar. Und genauso in der Rückwärtsbewegung, in der Defensive, sowohl im Gegenpressing waren wir sehr, sehr aufmerksam als Mannschaft, waren immer sofort da, wenn wir den Ball irgendwo mal verloren haben. Ja, das kann man relativ schnell machen. Es war ein hochverdienter Sieg des FC Bayern, auch in der Höhe, glaube ich, verdient. Wir haben zu keiner Phase des Spiels haben wir einen Zugriff bekommen. Der FC Bayern hat es wirklich richtig, richtig gut gespielt. Auch keinen Vorwurf an meine Mannschaft. Wir haben alles versucht, haben alles reingeschmissen, aber das war heute ein Klassenunterschied, wie gesagt. Und ja, Gratulation an den FC Bayern, verdienter Sieg. Die U23 des FC Bayern beschert Holger Seitz also einen optimalen Heimeinstand und untermauert Tabellenplatz 5. Die DJK Filzing im letzten Auswärtsmatch des Jahres dagegen mit einem gebrauchten Abend.